Gut, wir brauchen also mehr Bäcker. Das wird eine eigene Herausforderung. Ein Ausbau muss hier immer noch rein. Wir sollten unsere Steinmetze wieder arbeiten lassen. Wie viel Eisen haben wir überhaupt noch? Es geht. Was Stein angeht, haben wir auch mehr als genug eigentlich. Steinmetze können so bleiben. Kein Grund, das Burglager voll zu machen. Das ist auch, das Burglager ist schon voll. Sehr schön. Nun reit damit zum großen Stein und schütze es drüber. Danke, das mache ich. Wie ihr wünscht. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ich weiß nicht, ob es nötig sein wird für irgendwas. Wir haben noch keine Schwertschmieden gebaut. So, machen wir das dann hier alles nach hier hin. So. Und die Kaserne dann nach hier hin. Die eine. Sofort! Oh ja. Jäger sucht vergeblich. Das ist ein großer Fels. Hey, wie ihr wünscht. Drüber schütten und Deckung! Jawohl! Okay, was Schreckliches ist hier passiert? Verstanden! Oh nein. Ruine von Darius Festung. Ah, Darius ist auch hier gewesen, ich sehe. Endlich genug Wild! Haben wir noch Jägerhütten übrig stehen? Hier hinten. Hier hat aber auch schon seit Ewigkeit nicht mehr wirklich was zu tun. Dieses Territorium einnehmen. Zugestimmt, nehmen wir Taivo ein. Gut zu wissen. Hey, wie ihr wünscht. Schiff hat angelegt. Des Weiteren haben wir hier noch die Möglichkeit, mehr Holz zu hacken. Wir sollten mehr Holz hacken. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Gemessen daran, wie viel wir von dem Zeug austauschen. Und verbauen und all sowas. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. 10.000 Gold. Der Trip hat sich schon gelohnt. Sofort. Sofort. Hast du so einen massiven Gewinn gemacht. Vier Wildgebiete. Fünf Wildgebiete. Fünf Jägerhütten. Diese Aufgabe ist erfüllt. So, dann setzen wir unsere Jägerhütten. Hütten und Schützen beim Schiffsbau. Da geht es los mit dem Holz. Okay. Handelsposten, die Holz handeln, einfach erstmal stilllegen. Hier handeln wir gerade nicht. Mit dem handeln wir aber auch nicht. Mit ihr handeln wir nicht. Hier. Zu uns können wir die Palisaden hier kurz mal ein... Allen Ernstes. In Fort. Nein! Also erstmal aus dem Bildschirm geklickt, aus Versehen. Ah, die können bleiben. Die sieht gut aus. Das ist eine ästhetische Sache mit der Palisade. So, die hier werden eingerissen, weil nicht nötig sind. Wir setzen drei Wild... Ich denke, wir setzen drei Jäger hin. Und dann wird das schon gehen. Falls wir mehr brauchen, bauen wir mehr. Aber ich glaube nicht, dass es der Fall sein wird. Ich denke eher, dass wir so ein kleines... Bauplatzproblem haben könnten. Das
Kisten mitten in so einem Wildgebiet. Ich setze sehr ungern hin. So. Ein Karren wurde ausgesandt. Alles klar. So, hier noch ein Ausbau. Das ist eine halbe Abkürzung da rein. So, eine wichtige Sache, die ich noch machen wollte. Wenn es schon, wenn es hier schon feststeht, dann können wir noch eine Dario-Statue hinsetzen. Um spezifisch auszudrücken, dass Dario hier gewesen ist. Genauso wie ein Brunnen nach hier, einfach weil es ästhetisch ansprechend ist. Auf euren Befehl! Wir danken euch! Ich muss nochmal zur Truhe, damit ich die anderen Felsen, damit die anderen Felsen auch verschwinden. Alles klar. So sei es denn. Speichern. Wir müssen nämlich die Wolle kriegen. Ausbauen. So. Die Festung sagt also, dass Dario hier gewesen ist, also unterstützen wir diese Aussage direkt noch viel weiter. King Dario, Son of Cheron. Hey Trude, was geht? Hallo Trude, da bin ich schon wieder. Ich bin hier, um dich reich zu machen. Das grüßt Thorlai. Na, was gibt es denn? Ich brauche mehr Sprengstoff. Zwei Türme, ein paar Felsen fallen nicht so einfach. Ich brauche nochmal so ein Gebräu, denn ich habe noch so einen Felsen in meinem Nachbargebiet. Kein Problem, wenn das Geheimnis von Bergsheim löst, dann werde ich dir ein neues Gebräu herstellen. Kein Geld? Oh, ein Geheimnis, wie toll! Ich liebe es, Geheimnisse zu lösen. Vielleicht kann ich euch. Kann ich ja der Hafenmeister weiterhelfen? Der Hafenmeister, danke für den Tipp. Wie ihr wünscht. Okay. Jawohl! Dann reiche ich nochmal zu Torre. Platz da. Das steht mir einfach in ziemlich unnötigen Weg. Schützen! Geht hier rüber. Toll, was habe ich hier gerade gesehen? Jawohl! Wild. Für 100 Holz. Jawohl! Brauchen echt mal wieder ein bisschen Holz rein. So, des Weiteren habe ich hier gesagt, wir können das hier loswerden, weil wir hier einfach eine Steinmauer setzen können. Das war ein Fehler. Die Befestigung halte ich übrigens nicht für nötig. Aber mit Not hat das Ganze ja schon lange nichts mehr zu tun. Gut, ich kann das Wildschwein jetzt wohl kaum abreißen, um Platz für eine Mauer zu schaffen. Ich will eine Steinmauer hinsetzen. Ich will, dass das Wildgebiet gesichert ist. Das Gelände ist aber sehr uneben dafür. Was, wenn wir die Straße hier anpassen? Denn wenn das Ganze nicht so steil gesetzt sein muss... Ja, wisst ihr was, wir machen das. Da ist drum. So.
Die Sorge, die ich halt ein bisschen habe, ist, dass das Wild nach unten runtergedrückt wird und dann ganz neue Probleme entstehen. Schützen! Alles klar. Kommt hier rüber, ich will die Banditen nicht mehr haben. Verstanden! Hi! Sofort! Hi! Alles klar! Stürmt los! Stürmt los! Tordor massakriert ihr einfach fast solo jetzt mit dem Ruf der Stadt. Sofort! Zum Angriff! Es gibt kein Zurück! Unsere Schützen sind auch einfach absolut mörderisch. So, jetzt sind alle Handelswege frei. Verstanden. Mit der Ausnahme dieses Gebietes hier. Die Banditen sind soweit zurückgedrängt. Sofort. Das möchte ich gerade noch nicht öffnen. Alles klar. Wie ihr wünscht. So, Schützen, zieht euch nach hier oben hin zurück. Ein Imker hat baut das Gebiet aus. Die Gebiete sind noch nicht ausgebaut. Oder die Gebäude. Gebiete, Gebäude. Wo ist der Unterschied? Milch fehlt. Genau, ich wollte gerade bedenken. Viehzucht ist nicht an. Genau. Das wäre uns aufgefallen. Bring Güter. Ah, es geht. Pacht steht an. Ein Karren wurde ausgesandt. So, dann reden wir jetzt mit ihm. Hallo Torre, wisst ihr etwas über das Geheimnis von Bergsheim? Hallo Torre, ich schätze, dann müsst ihr auf den Weisheitsberg zu Pater Josef. Okay, Weisheitsberg. Das hört sich ja mystisch an. Sofort! Bringt Pater Josef ein paar gute Würste oder was Weihrauch. Der Baum steht neben dem Berg. Bringt Pater Josef ein paar gute Würste oder was Weihrauch. Der Baum steht neben dem Berg mit. Dann lässt er euch auch rein. Auf euren Befehl! Danke für den Tipp. Dann auf zu Pater Josef. Hey, sofort! Verstanden! Baum steht neben dem Berg. Auf euren Befehl! Sofort! Jawohl! Wie komme ich hier nur rein? Klar. Mit großem Bum-Bum. Auf euren Befehl! Mit ganz viel Auerweh. Schon unterwegs! Hi! Wie ihr wünscht! Auf euren Befehl! Schon unterwegs! Sofort! Verstanden! Alles klar! Schon unterwegs! Hier war noch eine Kiste. Da unten. Wie ihr wünscht! Jawohl! Der Baum, der wahrscheinlich das Zeug beinhaltet, was den Pater mitbringen soll. Alles okay, scheinbar nicht. Verstanden! Hi! Wie ihr wünscht! Hi! Verstanden! Alles Pater! Klar. Hallo, Pater Josef! Mein Name ist Tordal, bitte lass mich ein! Bitte liefert uns diese Rohstoffe. Bitte liefert uns Nahrung. Alles klar! Zur Kenntnis genommen. Dreckiger. Metzger? Temporäre Metzger werden hier hingesetzt. Und wir verbieten das Essen von Wurst. Den Weihrauch, den müssen wir kurz mal wiederfinden. Wir hatten den schon gesehen. Hey, schon unterwegs! Sofort! Sofort! Verstanden! Alles klar! Jawohl! Auf euren Befehl! Der Baum steht sofort neben dem Berg. Auf euren Befehl! Ich meine mich dann etwas. Sofort! Was hier oben? Das ist der Berg. Schon unterwegs! Mann, wir hatten es gerade gefunden. Jetzt habe ich es verloren. Hey. Vergessen. Sofort. Ja.
gequetscht. Fliegenhirn schlägt zu. Wo hatten wir den verdammten Weihrauch gesichtet? Jawohl! Wie ihr wünscht, verstanden! Wir finden den, wenn wir schnell speichern. Au. Da geht mein Genick. Sofort. Schätze, ich brauche es sowieso nicht mehr. Alles klar. Verstanden. Jawohl. Schon unterwegs. Jawohl. Wie ihr wünscht. Verstanden. Sofort. Da ist der Weihrauch. 45, um ganz sicher zu gehen, dass es klappt. Okay. Warum können wir auch zur Not von hier bekommen, wenn es in hart auf hart kommt. Wurst wird zusammengesammelt, das ist alles in Ordnung. Alles andere scheint zu funktionieren. Wir brauchen aber ohnehin 3 Bäcker. Brot nach hier. Brot nach dort. Nach dorthin. Die beiden werden gleich wieder eingestampft und wild müssen wir ein bisschen vorsichtig umgehen. Stehen die halt wirklich nicht da, wo wir weitere Metzger haben wollen würden. Hier kommt unser verdammtes Theater rein. Rohstoffe, schick los. Vor Fehler begangen werden. Geh weg! Wurst! Wurst ist go. Die Apotheke hier wurde niemals ausgebaut. Okay. Tribute sind gezahlt. Auf euren Befehl. Jawohl. Sofort. Schöner Baum allerdings hier. Das habt ihr ausgezeichnet gemacht. Das ist sehr freundlich von dir. Ach ja, übrigens, Wurst können wir gegessen werden. Bei der Masse an Fisch, die wir übrigens drin haben, wir sollten noch einen zusätzlichen Räucherer setzen. Fisch kann für nichts anderes benutzt werden im Moment. Ich will halt hier mit ein bisschen vorsichtig sein, weil ja noch die Verzierungsgebäude rein müssen. Oder die Verzierergebäude eher. So, des Weiteren. Okay, 45 von 48, eine gute Quote. Aufgabe erfüllt. Wir danken euch sehr. Nun kommt herein auf den Marktplatz. Schon unterwegs! Händler. Verstanden! Jawohl! Auf euren Befehl! Auch Kleingeld. Wie ihr mit ich klau den gerne die Kollekte. Da bin ich! Ich grüße euch, Pater Josef! Mein Name ist Thorhall! Bitte sagt mir, was es mit dem Geheimnis von Bergsheim auf sich hat. Hallo, Thorhall. Ja, man sagt, dass es vor etwa 500 Jahren hier in Bergsheim einen Piraten einen Schatz vergraben haben. Ich muss gerade eine Stimme für ihn zusammenkratzen wieder. Ich komme durcheinander. Danach haben sie das Gebiet mit einem großen Felsen verschlossen.
gehen wir alte Mannstämme. Alte Mannstämme, damit sie arbeiten, die benutzen wir selten. Okay, dann reiß ich ja, wenn ich den Felsen springe, um den Schatz zu kommen. Vielleicht sind ja dort Diamanten in der Schatzkiste. Er denkt natürlich direkt wieder. Nun, das dürfte eigentlich reichen, wenn sich die Piraten nur das als Sicherheit ausgedacht haben. Haben sie das? Ihr werdet es merken, wenn ihr den Felsen gesprengt habt, was noch auf euch zukommt. Okay, Bogenschützen ausbilden. Das hört sich ja nach einer Überraschung an. Wenn ich den Felsen nicht springe, werde ich nie dahinter kommen. Ei. Erst wenn ihr Erzeit seid, könnt ihr die Banditen vernichten. Baut den Handelsposten aus. Jawohl! Danke für die Information. Okay, den Handelsposten ausbauen. Ich brauche unbedingt Wolle. Nochmal zu Trude und ein neues Gebräu holen. Ich vermute hinter den großen Felsen im Nachbargebiet Schafe. Also los, ich will erst dazu werden. Danach können wir auch die Banditen vernichten. Wie ihr wünscht. Ich habe einen Speichertipp bekommen. Mir egal, wie sicher wir uns fühlen. Wir speichern. Ich bin auch ohne Speichertipp paranoid genug. Ein Karren wurde ausgesandt. Er will Holz für den Schiffsbau, wird gemacht. Ein Karren wurde ausgesandt. Hey Trude, gib mir Bum-Bum. Hallo Trude, da bin ich schon wieder. Seid ihr grüßt, Total, na? Was gibt es denn? Ich brauche nochmal so ein Gebräu, sonst kann ich das Geheimnis nicht lösen. Denn ich muss erst Erzherzog werden. Ich hoffe, ihr habt das in einem verschlossenen Gebiet Schafe grasen. Kein Problem, das dauert leider etwas. Oh, das ist kein Problem. In der Zwischenzeit kann ich Gold sammeln durch Verkäufe. Cleverer Tipp. Es kostet wieder 5000 Goldstücke. Wenn es fertig ist, rufe ich euch. Verstanden! Genau, ruft mich, wenn ihr soweit seid! Alles klar! Hi, schon unterwegs! Alles klar! Wie ihr wünscht! Jawohl! Okay. Vielen Dank, erstmal nach Hause! Die sind befestigt. Okay, warum müssen wir die Banditen vernichten, damit wir da reinkommen können? Jawohl! Hi! Sofort! Alles klar! Da habe ich etwas überlesen. Hi! Sofort! Hi! Sofort! Oder ich komme nicht ganz drauf. Okay, was willst du handeln? Du willst uns Kräuter für Holz geben, auch. Aber gut. Dann gehen wir erstmal nach Hause. Alles klar. Wir werden angegriffen. Was werden wir nun? Recht. Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Nun, er hat seinen Job erfüllt. Alles, was zählt. Okay. Ein paar Ausbauten durchführen. 100%igen Ruf. Brot haben wir. Das Einzige, was halt wirklich fehlt, ist die Wolle. Wolle hätten wir die ganze Zeit über tatsächlich theoretisch zusammenkaufen können. Wenn wir uns damit befasst hätten. Sollte es aktuell normal. Wir können die Kirche mal ausbauen. Auf maximale Stufe. Okay. Nun gut, wahrscheinlich fragt er vielleicht nochmal, wo
Bordel, komm zu mir. Auf den Weg. Jawohl. Oh, Trude ruft. Schnell zu ihr. Sofort. Es ist schon lustig, dass wir erst einen Trank, erst einen Sprengstoff kriegen können. Oder dass sie uns erst einen Sprengstoff geben wollte eigentlich. Sobald wir das hier gelöst haben. Aber jetzt brauchen wir Sprengstoff, um das zu lösen. Also, Randa, gib mir Sprengstoff. Hallo Trude, hier bin ich. Das Gewummgebräu ist fertig. Zahlt die 5000 Goldstücke. Ein Karren unterwegs. Wurde ausgesandt. Ich möchte gleich testen. Können wir stattdessen, anstelle dessen die Schafe oben frei zu sprengen und uns hier unten drum kümmern? Das schon mal im Voraus wegmachen. Einmal ausbauen. Die Kathedrale steht. Die 100% werden wir relativ einfach zusammenbekommen, wenn es soweit ist. Schiff hat angelegt, bietet es gerade. Bietet gerade keine Wolle. Also relevant. Sehr schön, reit dann zum größten Stein und schüttet es über. Wie erwünscht! Wie erwünscht! Warum sollten wir nicht zum großen Felsen hier im Süden erstmal gehen, den sprengen? Verstanden! Wie erwünscht! Schnell speichern. Denn ich habe das Gefühl, wir werden die Antwort erfahren, warum wir es nicht sollten. Wie erwünscht! Schon unterwegs! Okay. Weil wir es nicht dürfen. Ei. Gut, das reicht. Wie erwünscht! Ei. Das soll mir als Grund ausreichen, schätze ich. Pacht wird gezahlt, hör auf zu weinen. Ein Karren wurde ausgesandt. Ah, wir können auch ein bisschen Party machen. Aber wir kriegen nicht so viel Geld rein. Hey, auf euren Befehl. Jawohl. Hey. Drüber schütten und Deckung. Schon unterwegs. Jawohl. Sofort. Verstanden. Wie ihr wünscht. Hier gibt es genug Schaf für unsere Wolle. Nun kann ich Erzherzog werden. Wo setzen wir die Schafe? Dieses Territorium einnehmen. Ich bin dir schon 4 Paralleluniversen voraus, Tordal. Wohin setzen wir die? Wir können die Schafe vielleicht hier hinsetzen. Hier ist nicht viel Platz. Wenn ich ehrlich bin. Das hier gerade nur so eine theoretische Sache. Nee, hier ist nicht wirklich viel Platz für irgendwelche Sachen. Und wir brauchen ja genug Platz für die Weiden und die Gebäude. Gold habe ich übrigens nur hochgedreht gehabt, um sicherzustellen, dass nicht irgendwelche Sachen sind. Geschafft! Wir haben die Aufgabe erfüllt. Selbst die Dinger kann man hier relativ schlecht aufstellen. So, wir können die Schafe natürlich theoretisch hier hinten hinsetzen. Das ist aber sehr weit weg von allem anderen. Dementsprechend denke ich, wir wollen die am liebsten nicht zu weit weg haben. Hier drüben irgendwo kommen die hin. Okay.
Schaffarm 1. Dahin. Schafarm 2. Dahin. Wie viele Herden haben wir? Mehr als 2, oder? Ich glaube, wir haben 3. 4? 3 Schafe, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ja, wir haben genug Schafe gezählt. Wir haben genug Schafe gezählt. Wir haben angefangen Schafe zu zählen und ich musste den Witz bringen. Es tut mir nicht im Mindesten leid. Was wollt ihr tun? Mich verklagen? Ich bin halt nicht lustig. Was sollen wir machen? In jedem Fall. Denke ich, wir haben genug für 4 Schafherden. Und setze dafür ein paar Brunnen. Dahin. Und um ganz sicher zu gehen. Muss halt immerhin über den Winter ausreichen. Bis zum Winter ausreichen. Muss den Sommer mal machen. Dann müssen die nicht bis zum Fluss rennen. Das ist Brunnen. So. Ich gebe zu, zum Teil hatte ich natürlich auch erstmal üble Flashbacks bekommen an Pilgrims 11 Prüfung. Wo wir auch Schafe zählen mussten. Aber diese Schafe, die hielten nicht sehr viel von Mathematik. Das waren die Antizählungsschafe, da konnte man nichts gegen machen. Hey, die Verzierungsgebäude können wir hier, oder Verzierergebäude können wir nach hier hinten setzen. Hier kann erstmal ein Weber hin. Und hier der andere, aber die dürfen erstmal auch gar nicht produzieren. Auf euren Befehl! Wir nähern uns allmählich dem Bevölkerungsumstand. Bald Krankheiten ausbrechen. Das ist aber in Ordnung, wir haben die Apotheken. Wie viel Kräuter haben wir in Reserve? Nicht viel. Ich würde sagen, wir schmeißen so einen Kräuterhandel wieder an. Und zwar doppelt und dann ist das erstmal gut. Dieser Anzeigefehler wird auch niemals weggehen, oder? Sofort!